Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Price Rangers. Ich bin Ranger Michi. Und mein Name ist Ranger Paul. Zusammen testen wir billige Gitarren. Heute die Fender CD60 NA. NA steht für Natur. Und das ist auch die Farbe dieser hübschen Gitarre. Für 129 Euro erhaltet ihr diese Dreadnought im Einzelhandel. Was heißt jetzt Dreadnought wieder? Dreadnought habe ich bereits beim Epiphone Hummingbird Video erklärt. Also vielleicht einfach nochmal reingucken. Boden und Zargen bestehen bei diesem Instrument aus laminiertem Mahagoni. Die Decke aus laminierter Fichte. Der Hals aus NATO, jedoch nicht aus einem Stück, sondern im Bereich der Kopfplatte, wurde per Scarf Joint noch ein Stück Holz angeleimt. Das Griffbrett besteht aus Sonokeling. Sonokeling, auch Dalbergia latifolia, ist eine Palisanderart, ursprünglich aus Indien stammend und seit ca. 1850 durch Züchtung in Indonesien auf Plantagen, also auch erhältlich. Bespannt ist die ganze Gitarre mit beschichteten Saiten. Fender weist hier extra per Aufkleber darauf hin. Coated Strings bieten längere Haltbarkeit, sind nicht so empfindlich für Handschweiß. Probieren wir einfach mal aus, wie sie klingen. Klar, weil du mein Lieblingsranger bist. Also auch filigraner das Akkordspiel, macht sich sehr gut auf der Gitarre. Die Saitenlage ist recht angenehm. Die Ansprache ist gut und der Ton ist schön laut. Kleine Schwäche zeigt sich bei der Bundbearbeitung um den 12. Bund herum. Ob sie bei härterem Zupacken nicht das Schnarren anfängt, das zeigt uns jetzt mein Lieblingsranger. Ihr seht, wenn man richtig Vollgas gibt, kommt natürlich ein gewisses Schnarren hinzu. Wir empfehlen aber für solche angestrebten Lautstärken dann auch einfach ein Pickup-System in der Gitarre. Diese Fender CD60 verfügt über keins, dennoch ist sie so laut, dass ihr beispielsweise auf dem Lagerfeuer eine gute Figur macht, auch wie Ranger Paul erwähnt hat, beim filigranen Spiel in den eigenen vier Wänden oder auch bei kleinen Konzerten, wenn man sie mit einem Mikrofon beispielsweise abnimmt. Mir fällt bei dem Instrument positiv auf, dass eine sehr hohe Verarbeitungsqualität in Indonesien an den Tag gelegt wurde, ordentlich lackiert, Hals schön eingepasst, Buntbearbeitung, tadellos. Die Ausrüstung mit beschichteten Saiten finden wir gut, fühlen sie sich doch ganz prima an. Optisch hat sie nicht wahnsinnig viel zu bieten, bis auf dieses kleine schmucke Kringelchen ums Schallloch ist sie eher schlicht gehalten. Zum Aussetzen haben wir lediglich eine Kleinigkeit, eben die Buntbearbeitung um den 12. Bund herum. Die macht Solo-Ausflüge in die hohen Lagen nicht so zum Vergnügen. Allerdings würde man sich dafür sowieso eine Gitarre aussuchen, die einen Cutaway bietet. Sogar die Intonation ist ab Werk tadellos eingestellt. Die Stimmstabilität ist auch super. Wir kommen, glaube ich, sehr schnell zu einem Fazit. Von meiner Seite Goldständer. Von meiner Seite auch klarer Fall für den Goldständer. Für 129 Euro ein echt guter Deal. Wir hoffen, euch hat unser Clip gefallen. Bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn ihr unser Video liked, unseren Channel abonniert und auch uns auf den anderen sozialen Medien folgt. Facebook, Twitter, Instagram und unserem Blog www.pricerangers.com. Dort und auch auf unserer YouTube-Startseite könnt ihr auch eine kleine Spende hinterlassen, falls euch unsere Videos gefallen und ihr wollt, dass wir noch viele Instrumente für euch rangern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Zeit.